Willkommen auf der Satox, heute mit dem ersten Volume von I'm Quitting Hearing. Ja, während ich das von der Folie befreie. Tatsächlich habe ich das eigentlich schon seit fast einem Jahr rumliegen. Aber wie ich letztendlich schockiert feststellen musste, war das das zweite Volume. Ich habe mir halt das mit Sammelschuber mitgenommen. Ich dachte, das ist das erste, aber mittlerweile hat sich mehr oder weniger eingebürgert, dass Sammelschuber bei den letzten Volumes mit dazu gepackt werden. Und das habe ich halt total vertieft und das habe ich mir jetzt auf der Animagic endlich mitgenommen. Das hier hinten ist mal angeklebt und das sind, oh, das sind wieder die gemeinen Klebepunkte. Wo ist denn KSM hin? Okay, da erschließe ich mir jetzt den Sinn nicht. Das ist. Okay, hier sind ein paar mehr Bilder drauf und weniger technische Details. Ja. Ist, als ob ich einen Anzug unter einem Anzug trage. Und nur, dass ich hier halt die Hose vergessen habe. Ah, egal. Ja. Ich habe erstmal den Klappentext zu euch. Könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen. Technische Details. Die deutsche Tonausgabe ist in 5.1, japanisch in 2.0. Es gibt Katzenmädchen, so wie ich sehen kann. Dann sind noch deutsche Untertitel mit dabei. Ja, 16 zu 9 Full HD. Hatte ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Die Laufzeit hier beträgt 142 Minuten. Als extra ist ein Booklet dabei, digital, dann TV-Spots, Creditless Opening und Ending-Song, Trailer und Bildgalerie. Dann haben wir das Ganze hier noch ein bisschen in mehr glänzig und fancy. Das vorne. Und übrigens, der Schriftzug ist hier aufgeklebt. Das ist, den werde ich, glaube ich, ausschneiden und mit in die Hülle dann packen. FSK vielleicht hätte ich einfach nur weggeworfen. Aber ja, gut, gucken wir mal rein, was wir hier alles jetzt haben. Das hier wäre dann das Innere. Mach das mal raus. Mach das hier mal raus. Dann haben wir es auch nochmal komplett gesehen. Gut, was haben wir hier? Eine Artcard, die stand nicht mehr drauf. Oder bin ich blöd? Booklet, TV-Spot? Nö, von der Artcard stand hier nichts, aber schön, dass er dabei ist. Von der einen Seite ein Hochglänzen, von der anderen Seite ist ein bisschen matt. Und dann haben wir hier das Booklet, auch recht hochwertig gehalten alles. Gucken wir uns natürlich noch an. Und ja, dann kann ich euch ja quasi demnächst auch zeitnah noch das zweite Volume präsentieren, weil das habe ich ja wie gesagt schon eine Weile rumliegen. Weil jetzt so dumm, dass ich damals nicht so drauf geachtet habe, welches Volume ich eigentlich mitgenommen habe. Das war auch damals so beim Übergang, wenn echt doof, wo das Höhenverhältnis von DVDs und Blu-rays bei manchen Serien gleich war. Und da hatte ich auch schon öfters mal die Speicher wieder leer. Deswegen jetzt ganz schnell noch das restliche Booklet für euch. Und ja. Dann am Ende war noch der Hinweis, schaut bei den Links in der Videobeschreibung vorbei, schaut gerne bei den vorangegangenen Videos vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.